Von Minecraft Dead und wir starten genau da, wo wir aufgehört haben letzte Folge. Und ich möchte mich mal entschuldigen, warum gestern keine Folge kam. Zum Glück habe ich am Montag die Folge schon am Sonntag hochgeladen. Das heißt, ich habe halt die Folge am Montag einmal freigeschalten. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich eigentlich nur gestern kein Video gebracht habe. Der Grund ist etwas, ja, schwer zu erklären, und Minecraft ruckelt so dermaßen. Ach, ich bin so angekotzt. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Und zwar, ich habe am Montag einen Brief bekommen von der Polizei, dass ich angeblich mit Freunden von mir, meine Jugend war ja letztes Jahr im September, mit erhöhter Lautstärke volksverhetzende Sachen gesagt haben soll. Und Alter, Minecraft, entspann dich mal. Alter. Ah. Aber, und deswegen habe ich halt ein bisschen Ärger bekommen und habe halt 2 Tage gezockt. Und jetzt gerade nehme ich heimlich auf, weil ich habe gerade sturmfrei. Und mir wurde eigentlich das HDMI-Kabel entzogen, aber ich habe alles gefunden. Und deswegen wird die Folge auch so lange gehen, damit ich halt nicht lange brauche zum Hochladen, genau. Genau. Und deswegen kann ich letzte Tage keine Videos. Eigentlich nur gestern. Und bitte ignoriert meine Sprachfehler wieder. Ich bin etwas angepisst gerade extrem, weil ich auch eben bis 3:45 Unterricht hatte. Und alle Leute, die jeden Tag bis 3:45 oder noch länger in der Schule sind, ihr habt meinen Respekt, Alter. Weil ich hätte ja eigentlich 12:30 Schluss gehabt. Aber wir haben in unserer Schule so ein Pflichtfach. Man entscheiden kann, in welchen Kurs man gehen möchte. Das heißt bei uns WPU, also Wahlpflichtunterricht. Und in meinem Wahlpflichtunterricht, wo ich mich eigentlich gar nicht anmelden wollte, also wir sollten erst so einen Brief schreiben, also so eine Art Bewerbung in den Kurs. Und ich habe halt einen Kurs gemacht mit Ernährung und so, weil der andere Kurs war so deutsch kreativ. Und natürlich wurde ich in deutsch kreativ hinbefördert und nicht dahin, wo ich eigentlich wollte. Und heute sollten wir von 13 Uhr bis 15.15 Uhr ein Design machen für die Deutschtür. Und es war so schlimm, weil ich mit meinem besten Kumpel aus der Klasse getrennt wurde, weil er ist halt in Ernährung und ich bin halt in Deutsch kreativ. Und es ist so scheiße langweilig da gewesen. Und ich konnte mich auch mit keinem unterhalten richtig, weil ich mit denen nichts anfangen konnte. Weil die auch teilweise aus der Unterstufe kamen, also die alte Klasse unter uns waren. Und es war so langweilig und dann haben die so, durften Musik anmachen. Und diese Siebklässlerin, die dachten ja, Bling Bling von 24 Tim heißt er, glaube ich, sei ja eine gute Idee. Ich bin wirklich ähnlich gestorben. Und jetzt haben wir es kurz nach 16 Uhr. Und ich habe nicht mehr viel Zeit zum Hochladen alles, deswegen wird die Folge wahrscheinlich so lang gehen. Okay? Okay. Ja, ich habe gerade schon mal einen Plan gebaut für ein Haus, was hier kommen soll. Ich sage, geht mir hier so rein. Und hier ist halt so, weiß ich nicht, so ein. Ja. Werden wir schon sehen. Oder halt so. Könnte man auch machen, ne? Aber wir brauchen einfach Stein. Um da halt überhaupt was zu bauen. Ne? Genau. Und wirklich, ich nehme das Folge heimlich auf, weil ich halt, glaube ich, immer noch PS4-Verbot habe, weil meine Mama meinte, dass ich ja deswegen PS4-Verbot bekomme. Aber weil ich halt das nicht ertragen kann, dass ich jetzt wirklich mehrere Tage nicht aufnehmen kann und nicht hochladen kann und dann mein ganzer Zeitplan in die Knie gezwungen wird, habe ich gedacht, so komm, scheiß drauf, machst du einfach heimlich ein Video, was nicht allzu lang geht und dann auch entspannt Abfahrt und genau. Gut. Das Fundament wird wahrscheinlich wieder so 0815 mäßig, aber normaler Stein ist eigentlich das Beste, um so ein Fundament zu bauen. Oder zu machen.
Besser gesagt, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Boden aus Eichenholz, um halt ein bisschen Ressourcen schon dazu bleiben und halt um halt nicht so viel farmen zu müssen. Weil das wird wahrscheinlich schon ein normales Wohnhaus, sag ich mal, wo man halt wohnen kann und nicht unbedingt jetzt mit 10 Sternen wohnen muss. Oder halt 5 Sterne, je nachdem. Und genau. Ja, aber ich könnte meine Mutter fragen, ach ja, ob ich ja zocken darf, theoretisch. Dann kann ich halt mit gutem Gewissen sagen, so ja, ab morgen kommen wieder regelmäßig Folgen, aber nur halt, wenn meine Mutter wirklich da jetzt mitspielt, sag ich mal, ne? Gut. Ja, unser Eichenhaus ist leer, geil. Wo ist denn jetzt hier? Habe ich noch Holz hier? Oder irgendwie Bone Meal? Uiuiui. Um halt ein bisschen was zu beschleunigen, sag ich mal. Ja, top, danke für nichts, Baum. 6 Knochenmehl reicht anscheinend nicht aus, um den Baum zu. Um den wachsen zu bringen, während manche große Bäume nur ein Bone Meal brauchen, aber. Ja, heute ist wirklich nicht mein Tag. Vielleicht kommt nachher mein Zippo an. Und dann kann ich vielleicht sagen, okay, hey, wenigstens heute was Gutes passiert. Achso, ja, und ich habe heute in Deutsch eine 3 in der Klassenarbeit bekommen und eine 2 im normalen Test. Was für meine Verhältnisse wirklich gut ist, weil ich bin eigentlich so ein Typ, der nie lernt. Was man auch teilweise in meinen Noten sieht, aber so scheiße sind die nur wieder auch nicht. Dafür, dass ich nicht lerne, gefühlt nie. Nur ganz selten mal. Für ich Test. Eigentlich nur für Mathe lerne ich, weil Mathe wirklich. Mein Kopf ist irgendwie dumm geworden, keine Ahnung. In den letzten Monaten. Kann ich ja nicht mehr denken richtig. Und mein Matheverständnis sinkt um jeden Tag um ca. 5% gefühlt. Um das Wissen zu übertreiben, aber naja. Gut. Was haben wir jetzt? Gut. Ich würde sagen. Ach, also wirklich, dass Minecraft auch noch so rumlaggen muss, ne? Also, auch eben die PS4 anzumachen, um das Spiel zu starten und um Update zu pausieren, hat so lange gebraucht. Und die PS4 ist so scheiße langsam geworden und ich weiß nicht wieso. Man kann mir doch nicht erzählen, dass man wenigstens ohne irgendein Spiel offen zu haben, dass es da im Menü schon hängt und laggt, ohne überhaupt ein Spiel aufzuhaben. Und ich habe mich. Es ist wirklich sehr, 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 sehr bitter. Aber ich hoffe einfach, dass ich nächsten Monat einen neuen Laptop habe. Ein Gaming-Laptop meine ich, meinen ersten überhaupt. Worauf ich dann Staffel 5 theoretisch machen könnte. Aber auf jeden Fall wird dann Staffel 5. Wenn es denn überhaupt auf Dings erscheinen wird, auf dem Laptop, also wenn ich ab Minecraft auf dem Laptop spielen werde oder sollte, werden auf jeden Fall Mods installiert. Richtig viele Mods. Wettermod, Waffenmod. Halt Mods, die halt richtig ihr Spielerlebnis wieder etwas steigen lassen und auch den Spielspaß jetzt speziell auch. Also, ne? Ich glaube, ein Tornado-Mod wäre ein bisschen, naja, könnte schon spielzerstörend sein, weil halt die Tornados auch Häuser kaputt machen zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe jetzt, sag ich mal, ich habe geschafft, eine Stadt zu bauen. Also halt ein kleines Dorf, was da von so einem F5-Tornado wirklich vollkommen in den Po gepimpert wird. Das sage ich mal höflich, ne? Ja, aber auf jeden Fall so ein Waffenmod, ein Flugzeugmod, Automod, einen automatischen Minenarbeiter, der es für einen alleine macht. Was ich meine? Und halt auch Fahrzeuge, neue Waffen, Wetter, Shader, schöne Grafiken. Das sind so Sachen, wo ich mich extrem drauf freue. Vielleicht kommt es auch so, vielleicht aber auch nicht. Ach,
Mensch. Naja, gut. Machen wir eine schöne Fichtentür, ne? Und so, sollte ich jetzt sagen, danke fürs Zusehen. Heute mal eine etwas kürzere Folge, aber wie gesagt, ihr wisst wieso. Aber danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag und ciao.